Das Grüne Königreich ist das neue Kinder- und Jugendbuch von Cornelia Funke und Tammy Hartung. Es geht um Kasper, die die Sommerferien mit ihren Eltern im New Yorker Brooklyn verbringen muss. Eigentlich wäre sie viel lieber in Maine geblieben, aber als sie in ihrem Zimmer, in ihrer Ferienwohnung alte Briefe findet, findet sie es plötzlich doch nicht mehr so furchtbar, in New York zu sein, denn die Briefe enthalten Pflanzenrätsel von unterschiedlichsten Bewunderinnen des Grünen Königreichs, der Pflanzen mit. Und Stück für Stück geht Kasper der Geschichte all dieser Pflanzen in New York nach und dabei gibt es eine ganz schöne Parallele zwischen diesen Pflanzen und Kasper. Sie kommen teilweise eigentlich von wo ganz anders her und sind sozusagen nicht ganz freiwillig nach New York gekommen. Und doch stellt Kasper fest, dass diese Pflanzen es irgendwie geschafft haben, Wurzeln zu schlagen und heimisch zu werden. Etwas, das Kasper im Laufe des Buches auch schafft. Nach jedem gelösten Rätsel bereitet Kaspers Mom ein Gericht mit ihr zu, mit der jeweiligen Pflanze. Und diese Rezepte befinden sich zum